Hopp, 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 hopp. Und Bein. Krone auf. Wow, das hat heute wunderbar geklappt. Jetzt geht's in die Arbeit. Ich habe hier gerade einen relativ großen Ast gefunden und ich habe gedacht, ob ich den vielleicht mitnehme. Der ist wahrscheinlich vom Sturm nach unten gefallen und ich dachte vielleicht als frühzeitige Weihnachtsdeko. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Der hat nämlich auch noch die Tannenzapfen mit dran. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil es schon zu dunkel ist. Aber wenn der da einfach so auf dem Weg liegt, ich nehme den jetzt einfach mal mit. Ist natürlich zu Beginn meines Spaziergangs. Das heißt, ich darf jetzt die ganze Zeit diesen Ast mit mir schleppen. Der ist schon ein bisschen schwerer. Wobei, der ist hier unten so dick, den könnte ich nicht mal durchschneiden. Ich glaube, ich lasse ihn doch da. Oder ich mache mir die einzelnen Zweige ab. Weil das Ding kann ich halt nicht mit einer Schere durchschneiden und was anderes habe ich nicht. Aber hier seht ihr so schön mit den Tannenzapfen. Ich habe jetzt mal versucht, diese einzelnen kleineren Äste abzumachen, aber selbst die sind zu fest dran. Also wird es wohl nichts mit meiner winterlichen Deko. Wow, ich schaue gerade hier rüber und sehe den Mond, feuerrot und riesengroß. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt durch die Kamera zeigen. Ich dachte jetzt echt so, wow, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es so gut rüberkommt. Es ist auch schon ziemlich dunkel und rieselig, aber schaut euch mal diesen Mond an. Das ist ja der Wahnsinn. Mein Einkauf von vorhin steht noch hier. Ich war nämlich noch in dem anderen Supermarkt und habe einmal getrocknete Tomaten mitgenommen und Landliebe-Joghurt in Vanille. Und ich habe vergessen, das in den Kühlschrank zu räumen, das Joghurt. Bruno lebt ja neuerdings auf meiner Couch. Und deswegen ist Bruno auch auf der Couch. Ich habe ihn Sellerie klein geschnitten und dann gibt es noch ein bisschen Karotte. Und es lässt sich schmecken. Ganz mutig von dem kleinen Mann alleine auf der Couch, ohne seine Holly. Jetzt wird es doch unheimlich. Er ist ein bisschen kamerascheu. Die Kamera ist nicht so seins. So, ich mache mir gerade Hirse für mein Frühstück morgen. Das ist das eindeutige Zeichen dafür, dass die Herbst- und Winterzeit begonnen hat, wenn ich mir meine warme Hirse mache. Und ich koche die Hirse jetzt einfach schon mal vor. Dann stelle ich die über Nacht in den Kühlschrank und morgen früh, also ich schneide immer hier so Viertel und morgen früh, also ich zeige euch mal, wenn es fertig ist. So. Jetzt habe ich beinahe die Hirse vergessen und habe eben einen Schreck bekommen, aber ich hatte schon die Herdplatte auf Null. Die Hirse ist jetzt fertig gekocht, ich lasse jetzt noch abkühlen. Ihr seht, die Kamera beschlägt, also sie ist noch heiß. Ich lasse sie jetzt abkühlen und dann gebe ich sie in den Kühlschrank und dann mache ich so, also 4 Viertel. Und dann gibt es morgen zum Frühstück und die kommenden 4 Tage quasi. Die Lotte. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, noch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.